Wir öffnen jetzt die nächste Karte. Servus zusammen, Rashko hier und herzlich willkommen zu einem neuen Clash Royale Video hier heute von mir. Ja, wir sind heute in einem kleinen knuffigen Spiel Clash Royale und ihr seht im Hintergrund schon 1, 2, 3, 4, 5 wunderbare Kisten, die heute alle geöffnet werden können und heute auch geöffnet werden. Ja, ihr hört richtig, ich werde heute alle Truhen öffnen, auch die wunderschöne, gut aussehende, ja, die wunderschöne Magietruhe, die werden wir heute auch öffnen. Ich bin richtig heiß auf dieses Video, ich freue mich richtig drauf. Ich habe euch ja letzte Woche gefragt, wann soll ich die gute Magietruhe öffnen? Und natürlich wolltet ihr alle die Magietruhe öffnen und ich habe mir gedacht, jo, warum noch länger warten? Wir machen es heute einfach. Das heißt, wir öffnen heute die Magietruhe, wir öffnen die Goldtruhe, wir öffnen die zwei wunderbaren Silbertruhen. Und ich würde mal sagen, wir beginnen jetzt direkt mit der Gratistruhe hier und es kommt raus Gold, der gute Knall und ja, eine wunderschöne neue Karte für die Rakete. Und was auch sehr wunderschön ist, sind die ganzen Likes und die ganzen Kommentare, die ihr so in den letzten Wochen unter meinen Videos abgegeben habt. Denn ich weiß, bei anderen YouTubern ist es ganz normal, dass sie so 1, 2, 3.000 Likes bekommen. Und für mich ist es einfach, als kleiner, sei jetzt mal YouTuber hier, der noch auf dem schwimmenden Floß ist, im riesigen Meer, wollte ich mich nochmal bedanken für die ganzen Likes nach oben. Wir haben schon unter dem letzten Video wieder einen neuen Rekord aufgestellt. Das ist einfach richtig krass und da wollte ich wirklich mal Danke sagen. Wie gesagt, bei anderen YouTubern ist es ganz normal, für mich ist es nicht normal und ich bin wirklich für jeden einzelnen Like dankbar, für jeden Kommentar, wenn euch irgendwas nicht gefällt, auch im heutigen Video hier, einfach einen Kommentar schreiben, denn aus Dislikes kann ich leider nichts lesen, einfach einen Kommentar schreiben und dann schaue ich, dass ich das Problem beheben kann. Ansonsten beheben wir auch das kleine Problem, dass ich derzeit nur Arena 5 bin. Ich will wieder Arena 6 werden, 1700 Pokale braucht man dafür, da fehlen mir jetzt nicht gerade so viele und das heißt, ich werde heute live kämpfen. Ich habe schon ein bisschen Schiss drauf, denn ich habe lang nicht mehr live gekämpft. Ich hoffe, dass meine Internetverbindung so gut ist, dass es keine Hänger gibt hier, denn bei Hängern kann ich natürlich auch nichts machen, aber jetzt konzentriere ich mich total darauf, dass hier wirklich heute gut gekämpft wird und gib mir ein bisschen Mühe, okay, ein Level 8er hier als Gegner, da haben wir schon mal einen kleinen Nachteil, der natürlich mehr Leben hat und ich denke mal auch höhere Truppen, aber das soll uns nicht weiter irritieren, wir setzen ganz easy, ganz gechillt unsere Truppen, unseren Plan ab und warten einfach mal ab, was der Gegner, wie aggressiv der Gegner ist, es gibt aggressive Gegner, ja, wie der zum Beispiel jetzt, er will provozieren, wir lassen uns aber nicht provozieren, gar kein Problem für uns, wir bleiben ruhig, alles ganz easy, ganz gechillt. Verteidigen wir ein bisschen aus der Luft. Oh, okay. Der Riese, der läuft jetzt darüber. Die große Frage ist natürlich, unser guter Riese, läuft er jetzt links oder rechts? Ich hoffe mal links. Oh Gott, er läuft rechts. Das ist nicht gut. Jetzt kann natürlich unser Musketier angreifen. Das ist gar nicht so schlecht. Wir können hier auf jeden Fall ein bisschen Schaden raushauen. Hier haue ich jetzt die Pfeile drauf. Haben jetzt ein bisschen Schaden gemacht. Schon mehr Schaden gemacht als der gute Gegner. Okay, Musketier, das warten wir jetzt ein bisschen ab. Sie schießt drauf und jetzt können wir wunderbar verteidigen. So, aber sie hat natürlich auch schon Schaden gemacht. 1200 Leben haben wir nur noch an dem einen Turm hier. Der Gegner hat aber auch hier auf der anderen Seite, oh, jetzt haben wir schon wieder ihn eingeholt, okay. Die eine Verteidigung war jetzt gar nicht so schlecht, war jetzt ein bisschen blöd mit dem Riesen da in die Mitte gelaufen, ist dann nochmal raus und das war gut gesetzt vom Gegner hier. Okay, los geht's. Und es hängt, scheiße. Internet, los, come on. Komm, nein, Riese, komm schon, nein. Was ist los? Was? Riese? Och, komm schon. Es geht sofort, achtet, oh mein Gott, es hat gerade super gehangen. Geht's jetzt nochmal weiter oder sind wir gerade im Verzug? Ich weiß es gar nicht. Okay, jetzt müssen wir wieder aufpassen. Er wird wahrscheinlich hier wieder aus der Luft versuchen zu verteidigen. Unser Riese wird wieder nach da drüben laufen. Genau. Okay, hier drüben haben wir verteidigt. So, und jetzt kommt hier unser Musketier. Jetzt müssen wir natürlich schauen, dass unser Riese ein bisschen länger überlebt als so ein paar Millisekunden. Okay, scheiße. Okay, hier kommt, oh Gott, das läuft gerade gar nicht gut. Es tut mir auch immer leid, dass wenn ich ein Video aufnehme, verbrauche ich natürlich selber auch Internet hier während des Aufnehmens und dadurch greife ich meistens auch lieber an meinem, greife lieber an meinem Handy. Die Pfeile waren total sinnvoll. Greife ich lieber an meinem Handy an meinem Handy wirklich einfach das WLAN, das Internet generell besser als am PC. Da am PC derzeit auch wirklich immer was läuft. Ich lade irgendein Video hoch, irgendwas läuft bei mir immer am PC. Was auch eigentlich gar nicht so schlecht ist, aber wie gesagt, falls hier mal das Internet hängt, tut es mir wirklich leid, auch hier während der Videos. Ich hoffe natürlich, dass es in der Zukunft hier besser wird. Und das wird auch hoffentlich besser werden. So, jetzt schau mir. Das war nicht schön. So, der Kampf endet in 10 Sekunden. Jetzt muss alles klappen. So, unsere Armee läuft 5, 4, 3,
Kann man... Nein! 2! 1! Oh Gott! Wir hätten fast beide Türme mitgenommen. Scheiße. Mona M. G. So, mein ganzes Videoaufnahmeprogramm ist gerade abgestürzt, aber ihr kennt mich, ich gebe erst auf, wenn mein ganzer PC wirklich abstürzt. Aus dem Grund öffnen wir jetzt einfach die nächste Truhe. Bin mal gespannt, was rauskommt. Hier eine wunderbare Silbertruhe. Wir haben Gold. Nochmal einen kleinen Ritter, den benutze ich gar nicht mehr. Und die Rakete, okay. Auch derzeit fehlen wir... Was fehlt mir denn überhaupt noch? Wir wählen hier diese zwei versteckten Karten und wir haben schon wieder ein kleines Internetproblem. Liegt bei mir auch derzeit so, ich sag's mal, ich wohne nicht direkt in der Multikulti-Extrem-Super-Internet-Stadt, sondern nicht direkt in der Stadt. Und bei uns ist so am Wochenende wirklich, ich weiß nicht woran es liegt, vielleicht gehen die ganzen Rentner ins Internet. Vielleicht kennt ihr das auch selber, wenn wir auf dem Dorf wohnen, am Internet gehen die Leute mehr ins Wochenende. Im Wochenende gehen die Leute einfach mehr ins Internet und da hat man manchmal Probleme und da ist es halt irgendwie so, du denkst einfach, Leute, ich will ein schönes Video aufnehmen, die Leute da draußen wollen ein schönes Video hören und dann hängt es und darum öffnest du einfach noch eine Truhe, weil Truhen öffnen geht auch fast ohne Internet. Ich hab's auch manchmal, ich warte einfach 5 Minuten, bis hier die Truhe geöffnet wird, weil das Internet so super geil ist. Hashtag Drosselcom, wir haben Telekom als Anbieter. Ihr könnt mal neue Kabel gerne verlegen, ihr kennt mich, findet ihr bestimmt raus, ihr könnt mich einfach hacken oder so, dann wisst ihr, wo ich wohne. Hashtag Drosselcom in die Kommentare, Leute, dadurch könnt ihr mich einfach unterstützen. Dann liefere ich euch hängfreie Videos. Okay, ein Level 7er Gegner, jetzt wäre es peinlich, wenn ich verlieren würde. Wahrscheinlich verliere ich jetzt direkt. 6,5 Stunden später. Ich habe keinen Bock mehr. Ich habe einfach keinen Bock mehr. Du setzt dich hin. Draußen ist richtig geiles Wetter. Aber ich hatte heute wirklich einfach Bock, ein Video zu machen. Ich hatte heute Bock, die ganzen Truhen für euch zu öffnen, noch ein paar Live-Kämpfe zu machen. Aber nein. Nein, es geht so einfach nicht weiter. Ich gehe jetzt kacken. Wo war ich stehen geblieben? Hashtag Drosselcom. Es ist eigentlich schon wieder fast lustig. Ich kann gerade nichts machen. Es ist auch schön, dass mein Emulator gerade sich einfach aufgehangen hat. Ich sag mal nichts dazu. Alles klar, es hängt schon wieder. Leute, ich pack es einfach nicht mehr. Ich beschwere mich für euch, dass wir hier gutes Internet bekommen, gute Videos. Ihr könnt gerne alle anderen Videos, ich glaube, es war bis jetzt noch in noch keinem Clash Royale Video von mir so, dass es einfach so extrem gehangen hat. Es ist krass, wir werden heute wahrscheinlich nur tun. Es passiert einfach gar nichts mehr. oh Mann. Alles klar. Okay, wir haben jetzt, ich gönne uns noch 2 Versuche. Wir werden es noch zweimal bzw. einmal noch auf jeden Fall angreifen. Werden dann die Goldtruhe und die Maki-Truhe öffnen. Ich bin mal gespannt, was aus den 2 Truhen rauskommt. Ich habe jetzt alles geschlossen. Ich habe meinen Internetbrowser geschlossen. Ich habe verschiedenste Anwendungen geschlossen. Ihr kennt zum Beispiel Spotify, ist weg. Ihr kennt Steam, habe ich geschlossen. Alles für euch geschlossen, dass wir heute ein gutes Video haben können. Denn ich will euch zeigen, ich kann auch was. Das habt ihr schon gesehen, mehr kann ich nicht. Tschüss. Wir sind jetzt im Zaubertal. Mu Apri HD. In Civil War Part 2. 1571 Pokale hat der gute Junge. Level 8 ist er bereits. Und jetzt sind wir mal gespannt. Viel Glück wünscht er uns. Ich will mal sagen, gutes Spiel. Auf ein schönes Spiel. Und da setzt er direkt penetrant hier. Wunderbar, so gefällt mir das. Ich bin überfordert. ja, wir haben hier wunderbar den ersten Turm verloren, würde ich mal sagen. Einmal, wenn man sagt, man will hier was zeigen. Es hängt gerade ein leichtes bisschen. Ich glaube aber nicht, dass man das hier so stark sieht. Er ist jetzt schon an unserer Burg dran. Die große Frage ist natürlich, wie stark kann er verteidigen? Wir haben jetzt verteidigt, haben richtig abgelost. Jetzt müssen wir einfach mal schauen, kann er verteidigen? Hat er die Skills hier, um zu verteidigen? Ist nicht so schlecht, was er verteidigt, aber es geht natürlich besser. Unser Musketier ist jetzt dran. Wir können auch, ich glaube, wir schaffen es, wenn ich jetzt keine Fehler mehr mache, noch einen Turm von ihm zerstören. Ja, da freut er sich schon, der Kleine. Ich sage es aber mal nicht schlecht. Mehr kann man zu ihm auf jeden Fall nicht sagen. Ich respektiere andere Menschen, die hier in dem Spiel besser sind als ich, da ich wahrscheinlich als einer der wenigen YouTuber wenig Zeit in Spielen verbringe, wenn ich nicht gerade aufnehme, da ich wirklich in meinem Leben derzeit so viele andere Sachen gerne mache. Ich lese derzeit sehr viele Bücher, Herr der Ringe will ich lesen, unbedingt, ist ein ziemlich geiles Spiel.
Ziemlich geiles Spiel. Ein ziemlich geiles Buch und ich habe es noch nie gelesen. Ich denke mal, ihr werdet euch jetzt aber die Hände über den Köpfen zusammenschlagen und denken, wieso hat der Junge noch nicht Herr der Ringe gelesen? Aber ich habe es einfach noch nicht getan und ich habe jetzt noch eine Woche Ferien, will das unbedingt noch machen, muss noch ein geiles Deutschreferat machen über ein Buch. Das werde ich auch noch machen. Es gibt noch ein Artcore-Video, unten der Link in der Videobeschreibung. Und wir gehen wieder zurück zum Spiel, denn der Turm ist gefallen. So soll das laufen, so sieht das gut aus und wir gehen jetzt direkt auf seine Burg drauf. Er greift die ganze Zeit schon unsere Burg an, jetzt greifen wir seine Burg an. So kann sich das Blatt wenden, so sollte sich das Blatt eigentlich immer wenden. Jetzt unser Musketier nochmal, wird hier noch nicht angegriffen, da wir hier noch zwei Truppen hier haben und wir haben ihn eingeholt. Wir haben ihn sehr, sehr schön eingeholt, so sollte das eigentlich immer laufen. Okay, wir haben jetzt einen Riesen, jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen. Zack, zack, so hier rein, rein, wir pushen weiter, wir machen ihm Angst. Okay, jetzt macht er mir Angst. Der Schweinereiter ist tot. Okay, sehr gut. Wir sind dran. Schaut um hin. 3, 2, 1. Nice. Ich kann es noch. Ich habe es noch nicht verlernt. Muabrihayadi. Wir haben ihn besiegt und haben ein Gold drüber bekommen. Sehr schön. Plus 30 Trophäen. So soll das immer sein. Die starten wir jetzt auf jeden Fall und öffnen. Im Gegensatz dazu diese wunderschöne Goldtruhe. Ritter haben wir hier. Tesla, Inferno-Turm und Lakaien. Okay, jetzt noch einen Kampf, noch einen schönen Kampf hier, ohne dass das Internet hängt. Und dann öffnen wir die gute Magitruhe. Ich bin richtig heiß auf die Magitruhe. Es ist übrigens meine erste Magitruhe, die erste Magitruhe meines Lebens, die ich hier in, meine erste Magitruhe meines Lebens. Ich hatte einmal schon eine super magische Truhe. Ich glaube, das war generell sehr nah am Anfang. Da habe ich sehr viel rausbekommen. Jetzt aber eine Magitruhe. Ich habe die in Arena 6 bekommen. Das heißt, sie können noch Truppen rausbekommen, die ich noch gar nicht habe. Ich bin richtig heiß auf die Magitruhe. Jetzt aber auch richtig heiß auf den Gegner Leckfrei hier, ihn anzugreifen und ihn hier wirklich dem Erdboden gleich zu machen. Okay, wir lassen erstmal den Riesen laufen. Wir haben Zeit. Wir machen uns keinen Stress. Okay, jetzt sollten wir Stress machen. Die Skelette, die machen mir richtig Angst. Okay, er setzt hier eine kleine Verteidigung. Warten wir, bis der Riese greift an. Jetzt können wir hier aus der Come on. Das ist nicht schön, denn unser Riese läuft gerade einfach alleine hier hin. Unser Musketier greift jetzt natürlich den gegnerischen Riesen an, haben jetzt aber schon hier auf jeden Fall einen großen Vorsprung gehabt, einen großen Vorsprung bekommen. Okay, der Riese war jetzt dumm gesetzt, das muss ich zugeben, der Riese war nicht gerade schlau gesetzt, aber die große Frage ist natürlich, ist der Gegner so schlau und wird hier überhaupt irgendwas verteidigen können? Unsere Barbaren sind dran, unser Riese läuft weiter und er hat natürlich große Leben, der hat natürlich viele Leben und vielleicht kann er sich noch durchboxen, noch zweimal und wir haben den Turm kaputt. Bam, sehr schön, sehr, sehr schön. So gefällt mir das, so wie ich das eigentlich immer sehen. Okay. So, jetzt die Skelette mir hier reinhauen. Blopp. Und er hat den Wutzauber rausgehauen. Okay, das ist nicht schön. Ich glaube, auch unser Turm geht down. Okay. Da hätte ich vielleicht noch ein bisschen mehr investieren müssen, ein paar mehr Truppen investieren müssen, um hier zu verteidigen. Aber wir sind schon mal dran. Level 8er Gegner hier. Das läuft derzeit wirklich sehr schön. Ihr seht, wenn das Internet mal nicht hängt, Hashtag Drosselkomm, dann läuft das hier wie Butter, dann läuft das wie bei meiner Oma. Also, ihr versteht, was ich meine. Okay, versteht ihr wahrscheinlich nicht. Ich bin jetzt lieber leise. Wir könnten jetzt direkt angreifen. Wir könnten penetrant werden. Und wisst ihr was? Wir werden es einfach. Wir rasieren ihn total. So, er hat jetzt sein... Das ist, nicht schön, wenn du Lufttruppen hast, beziehungsweise wenn du keine Lufttruppen hast in deiner Armee, die hier verteidigen kann. Der Riese, den müssen wir jetzt erstmal verteidigen. Konzentrieren uns auf die Verteidigung des Riesens. Die sollte aber jeden Moment abgeschlossen sein. Setzen unseren eigenen Riesen hier in den Angriffmodus. Unser Musketier kommt in 3, 2, 1. Und das Musketier ist gesetzt. Jetzt haben wir noch einen einzigen Magier, der hier irgendwie gerade versucht, uns nochmal den Erdboden irgendwie einfach zu machen. Aber ich glaube, wir sind dran. Wir haben hier genug Truppen. Unser Riese kämpft sich und wir sind doch nicht dran. Das hat er gut gemacht. Da muss ich ihm auf jeden Fall zustimmen. Und es hängt schon wieder leicht. Nein, das gefällt mir gar nicht. Okay, der Riese... Der wird verteidigt. Sehr gut. Gar kein Problem für uns. Unser Musketier ist da. Alles gar kein Problem für uns. Ich sag zu oft, dass es gar kein Problem ist. Und in Wahrheit haben wir wirklich hier richtig viele Probleme. Okay, unser Riese ist da. Wir haben noch 13 Sekunden. 13 tödliche Sekunden, die alles ändern können. Unser Riese boxt sich durch. Wir haben noch wenige Sekunden. Und der Turm ist gefallen. Ich hätte es nicht gedacht. 2-1 gewonnen. Sehr cool.
Sehr, sehr cool. Leute, das nennt man mal, das Blatt hat sich gewendet. Ich bin gerade mega happy, einfach zwei Scheißabgriffe am Anfang. Aber ich glaube, es lag auch wirklich daran, dass das Internet nicht so geil war. Jetzt zwei wirklich schöne Angriffe. Ich habe zwar ein paar Fehler gemacht, aber wir haben hier gewonnen gegen zwei Level 8er. So gefällt mir das. Wir haben noch eine Silbertruhe bekommen. Die starte ich dann nachher auch auf jeden Fall. Und nun kommen wir zur Maki-Truhe. Ja, zu dem Moment, auf den ich schon selber seit 1,5 Wochen warte und ich bin mal gespannt, was rauskommt. Ich hoffe natürlich, dass was Gutes rauskommt. Und wir öffnen jetzt die Magidur in 3, 2, 1. Und es kommt raus. Wir haben hier Gold. 400 Gold. Das ist eine große Masse für mich als Free-to-Play-Spieler. Tesla-Karten. Okay, wir haben hier Lakaien. Wir haben noch 5 Karten übrig, da kann noch alles rauskommen. Barbaren, sehr gut, die benutze ich derzeit. Kann man auf jeden Fall, oh Gott, schon wieder Rakete. Ich brauche die Rakete nicht. Schweinereiter. Schweinereiter, okay, habe ich erst Level 3. Können wir mal überlegen, wieder reinzunehmen. Magier. Okay, und nun, die letzte Karte. Wir haben noch wir haben noch 2 Karten, glaube ich, übrig. Ich glaube, wenn eins da steht, hat man noch 2 übrig. Ich will mich aber nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Wir öffnen jetzt die nächste Karte. Okay, los geht's. Und wir haben den Prinz. Yay! Und wir haben die wunderbaren Karten geöffnet. Okay, leider nichts Neues für mich hier, aber den guten Prinz, der wurde hier gelevelt. Ich habe den Prinz in letzter Zeit gar nicht mehr verwendet, weil er bei mir erst Level 1 war. Und ich habe jetzt erstmal, sage ich jetzt mal, zum Beispiel die Pfeile, die habe ich jetzt auf Level 8 gebracht. Will jetzt meinen Riesen weiterbringen, aber da der Prinz jetzt schon Level 2 wird, ich hau mal hoch, Gold habe ich eh genug. Ja, der ist jetzt Level 2, mal schauen, ob ich ihn mitnehmen werde oder nicht, ist auf jeden Fall eine schöne Sache hier. Level 7 bin ich derzeit in Richtung 8, auf jeden Fall immer weiter, ich bin mal gespannt, so in 1-2 Wochen werde ich auf jeden Fall Level 8 sein. Ihr habt's gesehen, wenn das Internet nicht gerade mal scheiße ist, dann bedanke ich mich immer wieder für eure Likes, für eure Kommentare, für alles, was ihr mir zurückgibt. Bitte, bitte, bitte gebt dem Video kein Dislike, nur weil mein Internet nicht gerade so schlecht ist. Wie gesagt, ich kann leider nichts dafür, ich bin nicht Gott, ich kann leider nicht regeln, dass das Internet jetzt kommt, wenn ich es brauche. Aber ihr habt es gesehen, es lief jetzt am Ende ziemlich gut. Ich werde auch das nächste Mal wieder alles schließen, wirklich, was ich so zum Schießen habe, was Internet saugt. Ich kann natürlich nicht alle Geräte im Haus schießen, da auch mit anderen Menschen zusammenwohnen. Das wäre ein bisschen komisch, wenn du dann rumläufst und zu jedem hingehst, mach dein WLAN am Handy aus, mach dein WLAN. Meine Oma hat es auch gesagt, ja, ich mag Bäume. Und damit, meine lieben Freunde, meine lieben Kameraden, bedanke ich mich vielmals für eure Aufmerksamkeit bei diesem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir gerne einen Daumen nach oben, da meine Wortsprachfehler sind hier wieder wunderbar. Ansonsten, ich schwitze mir hier gerade den Arsch ab. Daumen auch hoch, das ist ökologisch, da tut ihr sogar noch was für die Natur. Schreibt irgendwas in die Kommentare. Ihr könnt auch gerne euren Clan, euren Namen unten in die Kommentare schreiben. Dann werde ich euch in den Amazing Fights, wird hier wahrscheinlich nochmal eingeblendet, mit dem ihr ein Format, in dem ich eure Decks verwende, um die Gegner zu zerstören, werde ich dann verwenden. Also einfach euren Clan, euren Namen unten in die Kommentare, dem Video ein Like nach oben geben, dann könnt ihr auch auf jeden Fall dabei sein. Ansonsten, meine Damen und Herren, bedanke ich mich nun vielmals für eure Aufmerksamkeit und ich hoffe, wir werden uns bald wieder hören in einem neuen Video. Morgen vielleicht schon. Yeah. See you later, Alligator.